Im grünen Herzen der Bretagne tauscht Guy Le Breton ab und zu die Rosenschere gegen Pinsel und Ölfarbe. Sein Garten inspiriert ihn zu immer neuen Kompositionen auf der Leinwand. Annick Bertrand und Yves Gillen haben sich im Süden der Bretagne inmitten eines Schilfgebietes niedergelassen, um ihren Traum von der Unabhängigkeit zu leben. Auf der Ile de Bréhat im Norden der Bretagne haben Laurence und Charles Blascot das Paradies gefunden. Auf der Blumeninsel haben sie ihre Passion zur Profession gemacht. Christian Leroux und seine Frau Nicole ernten die Früchte des Landlebens. Sie sind auf dem Land groß geworden und würden niemals von hier weggehen. Wie kaum eine andere europäische Küste ist die der Bretagne durch den Wechsel der Gezeiten geprägt. Ebbe und Flut bestimmen das Landschaftsbild. Auf drei Seiten ist die westlichste Region Frankreichs vom Atlantik und dem Ärmelkanal umgeben. Der warme Golfstrom beschert der Küste und dem Hinterland ein mildes Klima. Im Frühjahr und Sommer setzt sich nach einem Tief schnell die Sonne wieder durch. Dieses Wetter sorgt dafür, dass überall eine reiche und bunte Pflanzenwelt gedeiht. Im Département Côte d'Amour, im Zentrum der Bretagne, hat Guy Le Breton einen farbenprächtigen Garten gestaltet. Die bunten Blüten der Pflanzen und Blumen hat er fein aufeinander abgestimmt. Sie wirken wie die Farbtupfer eines impressionistischen Gemäldes, einer Augenweide. Wenn Guy Le Breton nicht pflanzt, schneidet oder gräbt, dann malt er. Der Garten dient ihm als Vorbild für seine Bilder. Und von seiner Malerei lässt er sich wiederum für seinen Garten inspirieren. So gehen Gartengestaltung und Kunst eine Liaison ein. Die Ruhe und Konzentration, die er mit Pinsel und Ölfarben findet, gleicht der Entspannung beim Gärtnern. Mit seinem Garten und dem Teich bildet er die Natur nach. Ihre Farben sind ihm Vorbild seiner Bilder. Der Garten nährt meine Malerei. Das ist eine Art von Therapie. Zunächst war es gar nicht meine Idee, dass die Gestaltung und Kultivierung des Gartens auch therapeutisch wirken sollte. Dann erst sagte ich mir, was für eine gute Therapie. Es ist wirklich eine Therapie. Die Arbeit am Garten ist auch eine an sich selbst. So wirkt der Mensch in der Natur und fühlt sich in ihr geborgen. Nicht weit von Guy Le Bretons Garten wohnt Christian Guérin. Christian Guérin ist einer der wenigen Korbflechter, die es in der Bretagne noch gibt. Er hält nicht viel von industriell gefertigten Gegenständen. Mit seiner Arbeit knüpft er an die Tradition an. Er ist Handwerker im wahrsten Sinne des Wortes, denn er braucht neben einem scharfen Messer, Geschick und Ausdauer vor allem seine Hände. Die Technik des Flechtens hat sich seit Jahrhunderten nicht verändert. Hauptsächlich verwendet er Weidenholz. Es ist biegsam und stabil. Christian Guérin erntet die Weidenstöcke im Winter und verarbeitet sie im Frühjahr, solange sie weich sind. Seit einigen Jahren lebt die Korbflechterei wieder auf. Die Weiden werden auch für andere Zwecke als das Korbflechten verwendet. Beispielsweise um die Landschaft zu gestalten. Das hat diesem Beruf wieder Atem eingehaucht. Musik.
Christian Guérin bringt seinem Nachbarn Guy Le Breton neben dem selbstgeflochtenen Korb ein Bündel dicker Weidenstöcke mit. Gemeinsam wollen sie damit den Garten verschönern. Eisenstangen bilden das Grundgerüst für das, was Guy Le Breton vorhat. Eines der Beete, in dem neben Azaleen und Rhododendren auch bald Wildblumen wachsen sollen, wird mit einer Bordüre eingefasst. Das Beet grenzt sich damit noch deutlicher von dem Rasen ab und wird so optisch herausgehoben. Das Prinzip des Weidenzaunes ist einfach. Sind die Stangen gleichmäßig zugeschnitten und ausreichend flexibel, dauert es nicht lange, bis das Werk vollendet ist. Guy Le Breton hat sich für eine runde Abgrenzung entschieden. Die Weiden, die im Dezember geschnitten wurden, für die gibt es mehrere Verwendungszwecke im Garten. Das kann man aber nicht das ganze Jahr über machen, denn die Weiden müssen weich sein, damit man sie flechten kann. Darauf muss man besonders achten, wenn man wie hier eine Rundung macht. Flechtet man gerade, ist es einfacher. Hier verwendet man sie nur als Dekoration des Beetes. Sie können aber auch die aufgehäufte Erde zurückhalten. Wenn das Holz einmal trocken ist, verändert es sich. Und man muss es mit einer Folie vor zu viel Feuchtigkeit schützen. Das Wasser ist das beherrschende Element der Bretagne. So mächtig es an die Felsküsten schlägt, so schnell zieht es sich auch wieder zurück. Im ewigen Rhythmus der Natur. Die wilde und raue Landschaft zieht viele Menschen an, die hier ihren Traum von einem alternativen Leben verwirklichen. So wie für Annick Bertrand und ihren Freund, die gemeinsam im äußersten Südosten der Bretagne bei Erbignac am Rande eines gewaltigen Sumpfgebietes unfruchtbares Land in ein Stückchen Paradies verwandelt haben. Als Annick und Yves vor fast 40 Jahren hier ankamen, hatten sie keine Ahnung von Pflanzen. Als Vagabunden waren sie mit einem Wohnwagen und einem Pferdegespann jahrelang durch Frankreich gereist. Frei und unabhängig wollten sie sein. Aber dann sesshaft werden. Das Gärtnern lernten sie erst nach und nach. Ein wilder Garten ist nicht vernachlässigt. Er ist unter Kontrolle. Ich bin der Dirigent der Natur. Mit meinem Dirigentenstab bremse ich einige Aufdringliche und hebe einige Schüchterne hervor. Das ist Gärtnern. Entweder lässt man die Natur gewähren und aus einer Brachfläche wird ein Wald, oder man spürt die Hand des Gärtners. Das Land war undankbar. Immer wieder wurde es überflutet und auf der morastigen und teils salzigen Erde wuchs nichts. Erst nach und nach lernte Yves, was Pflanzen, Blumen und Gemüse brauchten, um hier zu gedeihen. Um das sumpfige Land zu entwässern, grub Yves Gräben. Mit dem Torf, den er herausholte, düngte er die Erde. Dann fing er an, Sträucher, Büsche und Bäume zu pflanzen. Es gibt nichts auf dem 13.000 Quadratmeter großen Grundstück, was er nicht mit eigener Hand gesetzt hätte. Yves gibt seine Erfahrungen, wie ein schier unfruchtbares Land urbar gemacht werden kann, mittlerweile an andere weiter. Er unterrichtet an der renommierten Gartenbauschule in Versailles. Das ist keine Anstrengung, das ist reine Freude. Man ist natürlich nicht gezwungen, 10 Stunden zu gärtnern, wie ich es tue. Aber man muss gärtnern, um glücklich zu sein und sich aufzutanken. Im Rhythmus der Natur harmonisch zu leben, das braucht man wirklich. Und wenn ich diesen Ort hier wähle, dann deshalb, weil die Umtriebe meiner Zeitgenossen überhaupt nicht zu mir passen. Ich brauche die Stille der Pflanzen. Annick und Yves haben auf dem Grundstück neben ein paar Obstbäumen einen großen Gemüsegarten angelegt.
Hier wächst vieles, was sie zum Essen brauchen. Das Ziel in den Jardin du Marais, den Gärten des Moores, wie sie ihre Parzelle nennen, ist ein möglichst ökologisches Leben zu führen. Deshalb machen sie alles mit der Hand. Den wenigen Strom, den sie unbedingt brauchen, erzeugen sie mit Hilfe der Sonne und des Windes. Einen alten Wohnwagen aus Holz haben Annick und Yves als Kern für ihr Häuschen, eine Art Gartenpavillon, genommen. Ein Dach draufgesetzt, ein Fundament gegossen und drumherum Wände mit Fenstern gebaut und es sich nach ihren Bedürfnissen eingerichtet, sodass sie das ganze Jahr über hier wohnen können. Die Vagabunden sind angekommen, mit dem Gefühl, jederzeit wieder aufbrechen zu können. Als Annick und Yves vor fast 40 Jahren anfingen, ein möglichst unabhängiges Leben in und mit der Natur zu führen, waren sie Außenseiter. Dass sie viele Nachahmer finden würden, war nicht ihre Absicht. Sie fühlten sich erst wohl, als zwischen ihnen, der Natur und ihrem Garten Harmonie bestand. Wir haben die Ökologie nicht erfunden. Als wir aufbrachen zu unserer Reise, da war es, um zu malen und zu schreiben. Wir hatten eher Lust, einen anderen Rhythmus zu leben und zu machen, was uns gefiel. Und wenn man dann in der Natur ist, dann ist es die Natur, die einen beschäftigt. Da begannen wir, eine ökologische Einstellung zu entwickeln. In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Moorgärten liegt eines der größten Sumpfgebiete Frankreichs, der regionale Naturpark Brière mit seinen 20.000 Hektar. Die verschiedenen Teile sind mit Kanälen verbunden. Yves kennt sich in dem Park gut aus. Er hat hier früher als Tagelöhner gearbeitet, als das Schilf noch in großem Stil für die Bedeckung der Hüttendächer und als Streu für die Tiere verwendet wurde. Heute schneidet Yves Schilf nur noch für den Eigenbedarf. Es ist eine schweißtreibende Arbeit, da er keinen festen Boden unter den Füßen hat und er nur die Sichel benutzt. Die Schilfzonen sind kleiner geworden und mehr siedeln sich Riedgras, Birken und Weiden an. Yves erntet so viel Schilf, wie seine Chalon, das kleine traditionelle Holzboot, transportieren kann. Im Norden der Bretagne. Die Côte de Granit Rose. Die Küste mit dem rötlichen Granitstein. Die Île de Briard liegt nicht weit vor der Küste. Bei Niedrigwasser ist mehr Land als Wasser zu überqueren. Charles Blascot kam vor 16 Jahren mit seiner Frau auf die Île de Briard, die von ihren Einwohnern auch Blumeninsel genannt wird. Dank der geschützten Lage, des Golfstroms und des milden Wetters ist hier ein besonderes Mikroklima entstanden, das auch zahlreiche subtropische Pflanzen wachsen lässt. Unter ihnen die Agapanthe, eine Schmucklilienart, auch Liebeslilie genannt. Nina und Pablo, die beiden Kinder von Charles, müssen heute auf dem Blumenfeld mithelfen. Morgen findet auf der Insel eine Hochzeit statt. Mehrere blaue und weiße Agapanthe sollen die Feier zieren.
Die Agapanthus africanus gilt als das Wahrzeichen der Ile de Bréhat. Von Juni bis September blüht sie hier überall. Laurence Blascot und ihr Mann Charles entdeckten ihre Leidenschaft für Blumen und Pflanzen erst spät. Nachdem sie auf der Insel angekommen waren, wuschen sie zunächst für die Besitzer von Ferienhäusern die Wäsche. Als Laurence und Charles feststellten, dass viele Touristen von den Beeten vor ihrer Wäscherei Blumen pflückten, fingen sie an, mit selbstgezogenen Blumen zu handeln. Wir haben mit Zitronenkernen angefangen. Und wir sahen, dass es keimte und dass sie wuchsen. Das war für uns wirklich eine Entdeckung. Wir hatten niemals gesehen, wie man eine Pflanze sät und sie dann wächst. Und dann, nach und nach, interessierten wir uns für die Flora. Nicht nur für die der Insel, sondern im Allgemeinen. Wir kauften uns Tüten mit Samenkörnern. Wir sahen, dass es gut funktionierte, dass es gut keimte und hochwuchs. Also ließen wir uns nieder. Wir waren sehr neugierig. Wir hatten beide angebissen. Sie kauften sich ein Stück Land und begannen darauf, eine Gärtnerei zu betreiben. Der Zuspruch war so groß, dass nicht mehr nur die Touristen zu ihnen kamen, sondern auch die Bewohner der Insel. Mittlerweile liefern Laurence und Charles Blascot ihre Pflanzen auch aufs Festland. Weil die klimatischen Bedingungen hier ideal sind, beginnen die Pflanzen früher zu sprießen. So entdeckten sie ihre Leidenschaft für das Gärtnern. Cinq variétés. D'accord. Donc c'est, moi j'avais préparé Little Nina. Um ein guter Gärtner zu sein, muss man eine Leidenschaft haben, Geduld, gut beobachten können. Wir schauen nicht auf die Uhr. Wir beobachten die ganze Zeit, sind immer mit irgendetwas beschäftigt. Sei es in der Gärtnerei oder im Garten. Es ist wirklich etwas, was uns am Herzen liegt. Zum Service von Laurence und Charles gehört es auch, dass sie die Blumen zu ihren Kunden auf der Insel bringen und sie beraten. Dem Inselhafen, hat eine Kundin einen Garten angelegt. Laurence und Charles bringen ihr zwei Agapanthes. Danielle Briand hat ihren Garten neu angelegt. Wie viele, die nicht von dieser Insel stammen, tat auch sie am Anfang des Guten zu viel. Sie unterschätzte die hervorragenden klimatischen Bedingungen der Insel. In zwei von drei Fällen kaufen die Leute zu viele Pflanzen, um ihre neuen Beete zu gestalten. Und nach drei Jahren ist das natürlich ein Dschungel. Schaffen Sie eine Basis und pflanzen Sie zuerst die Sträucher, die man nicht versetzen kann. Und danach pflanzen Sie kleine Stauden, die man in der Zukunft versetzen kann, in die Lücken. Nicole und Christian Leroux wohnen im selben Dorf wie der Maler Guy Le Breton, in Perret. Ihr Garten ist nicht nur eine Augenweide, sie wollen auch etwas ernten. Die Sträucher hängen voller Früchte. Anfang Juli ist Erntezeit für schwarze und weiße Johannisbeeren. Nicole will Marmelade machen. Dafür brauchen sie ziemlich viele Beeren. Sie und Christian müssen sich ranhalten, damit ihnen die Vögel nicht zuvorkommen, die es auch auf die leckeren Früchte abgesehen haben.
Eines Tages sah ich eine Amsel. Ich war überrascht, wie sie die Johannisbeeren auf der Erde finden. Ich sah dann, wie sie es machen. Sie brechen ein Ästchen, fliegen mit ihm, schütteln es und alle Johannisbeeren, am ehesten die schwarzen, fallen zu Boden. Und die Amsel landet in Ruhe, um sie zu fressen. Für Nicole Leroux gehört die Arbeit im Garten zum Leben auf dem Lande. Da es im Zentrum der Bretagne noch weite Flächen gibt, die nicht industriell oder von der Landwirtschaft genutzt werden, fühlt sie sich hier wohl. In der Stadt leben, nein, das ist ausgeschlossen. Ich habe in der Nähe einer kleinen Stadt gelebt, in der Nähe von Loudiac, als ich jünger war mit meinem Mann. Und wir haben uns in der Tat die Frage gestellt, ob wir unsere berufliche Karriere in einer größeren Stadt fortführen oder ob wir aufs Land zurückkehren sollten. Wir entschieden uns für das Landleben, in diesem Dorf, in dem mein Mann geboren ist. Und wir bedauern das absolut nicht. Nicole macht schon seit langem ihre Marmelade selbst. Es sind ganz natürliche Kompositionen. Abgefüllt in Gläser wie früher ist sie zufrieden, da sie den Leuten damit eine Freude machen kann. Mit dem Maler Guy Le Breton und seiner Frau unterhalten sich Nicole und Christian nicht nur über Gärten. Sie laden sich oft gegenseitig ein, um von den neuen Marmeladen zu kosten. Bevor sie die Johannisbeeren probieren, gibt es erst einmal einen erfrischenden Cidre, Apfelwein. Mit einer Galette, einem bretonischen Pfannkuchen, schmeckt die Marmelade jung und alt. So gestärkt kann es wieder an die Gartenarbeit gehen. Zurück in den Moorgärten. Yves Gillen zerkleinert das geschnittene Schilf, das er aus dem Naturpark geholt hat. Für ihn sind die kleinen Hackschnitzel der Stoff, aus dem er und Annick das Paradies auf dem Sumpf gebaut haben. Yves verwendet die Schilfstückchen in erster Linie zum Mulchen. Das heißt, er deckt die Erde auf Gemüsebeeten und unter Sträuchern damit ab. Der Schilfmulch dient als Dünger und Schutz gleichermaßen. Die Schilfabdeckung kompostiert an der Oberfläche. Das Ziel der Strohabdeckung ist es, die Mikroorganismen zu ernähren, die die Pflanzen ernähren. Man muss nicht gießen, kein Unkraut jäten. Es hat nur Vorteile. Im Prinzip ist es, das nachzumachen, wie es im Wald funktioniert. Dort ist der Boden niemals nackt, immer mit Pflanzenteilen bedeckt. Die nackte Erde, das ist so, als würde man uns die Haut abziehen und uns zum Bräunen in die Sonne stellen. Die Aktivität der Mikroben geht zurück und das Wasser verdunstet. Das Ziel aber ist, die Feuchtigkeit zu halten, die sich über den Winter ansammelt. Man kann das mit allen Pflanzenteilen tun. Trockenen Blättern, Rasenschnitt, Farnen, sogar die Nadeln der Pinien. Warum nicht? Annick sitzt im Innersten ihrer Laube, im Wohnwagen, der Seele ihres Traumes. Gemeinsam mit Yves hat sie sich ein Leben erträumt, das sie nun jeden Tag lebt. Auch neue Träume gehören dazu. Ich habe einen Traum, ein noch kleineres Haus zu haben. 20 Quadratmeter, ohne irgendwelche Gegenstände. Eine Mönchszelle, ein Bett, zwei Stühle, einen Tisch. Und Bücher selbstverständlich, das ist wesentlich. Eine Vase, das ist alles.
Wenn die Arbeit im Garten und im Haus erledigt ist, dann genießen Anik und Yves ihren Landtraum im Traumland.